Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Hier ist Sarah Nuru. Guten Abend, herzlichen Glückwunsch. Danke. Dabei haben Sie sich noch nicht mal selber beworben. Ja, das stimmt. Erzählen Sie die Geschichte. Also, ich wusste ja gar nicht, dass es da überhaupt ein offenes Casting gibt. Und mein Freund hat mich unter falschem Vorwand dorthin geschickt. Er meinte, ja, wir gehen zum Christkindlmarkt ganz früh. Und ich so, ah, okay. Mhm. Und er nimmt mir ein bisschen Schminke mit. Und ich so, ja, gut, okay. Fürs Christkind, für den Weihnachtsmann, okay. Ja, ich so, keine Ahnung. Und dann plötzlich sind wir in eine ganz andere Richtung gefahren und standen plötzlich vor dem ICM-Gelände und da waren schon hunderte von Mädchen total hübsch und aufgetakelt. Und ich dachte mir, aha, wo sind wir hier? Und er hatte dann ein paar High Heels dabei und so, raus mit dir. So, ja, ja. So machen das Männer dann. Raus mit dir und loslaufen. Und so nahm dann alles den Anfang. Haben Sie sich es so vorgestellt, dass es dann immer so weiterlaufen würde? Nein, ganz und gar nicht. Also ich war immer sehr vorsichtig und habe immer nur Step by Step gedacht. Also ich wollte nicht vorausdenken, sagen, ja, du schaffst es und gewinnst, weil ich mir einfach mich vor einer Enttäuschung bewahren wollte und habe halt gedacht, ja, schaust du mal, wie weit du kommst. Und irgendwie hat es dann doch geklappt. Was mir richtig gut gefallen hat, es werden ja schon, ich sag's mal vorsichtig, interessante Anforderungen an einen gestellt im Laufe dieser Monate. Aber zum Beispiel, als dieser Sympathieträger da vorbeikam, den man dann knutschen sollte, dass sie gesagt haben, hey, das möchte ich nicht. Also die Möglichkeit gibt's. Oder ist der Druck dann so groß, dass man sagt, ja, okay, ich küsse den Frosch? Nee, also es war wirklich so, man ist ja da freiwillig und man konnte immer sagen, wenn man nicht mehr möchte, konnte man immer aussteigen. So ist es ja nicht. Und im Grunde war es ja nicht so schlimm, dass ich ihn küssen musste, sondern ich war einfach mit dieser Situation überfordert, weil ich dachte, gut, ich werde fotografiert alleine mit dem schönen Brautkleid. Und dann stand er plötzlich da. Ja. Und ja, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja, ja, und dann möchte man den nicht sofort küssen. Jetzt bekommen Sie Werbeverträge für 200.000 Euro Minimum. Da wird auch noch einiges dazukommen. Wissen Sie, was Sie als 19-Jährige auf einmal mit so viel Geld machen? Wie viel Taschengeld hatten Sie bisher? Ach, ich habe eigentlich gar kein Taschengeld bekommen. Also wenn ich Geld benötigt habe, dann habe ich was bekommen. Aber ich habe auch nebenbei gearbeitet, also schon selbst verdient. Gut, also das heißt, so gesehen hat sich gar nichts verändert? Nö, also klar, es ist natürlich ein bisschen mehr, aber ich muss auch was dafür tun. Also es wird mir nicht einfach hingeschmissen und das habe ich gesehen. Ja. Auf so einem Catwalk zum Beispiel perfekt zu laufen. Seit Bruce Darnell mal versucht hat, mir das beizubringen, weiß ich, wie man sich daran abarbeiten kann. Kann man dafür geboren sein oder muss man das tatsächlich Step by Step im wahrsten Sinne des Wortes lernen? Also klar, es gibt Leute, die können es auf Anhieb, aber man kann es auch lernen. Zum Beispiel die Mandy, die war ja auch bei der Staffel und die hat 3 Jahre lang geübt und letztendlich war sie perfekt. Ja. Sie waren auf dem Weg zum Abitur. Mhm. Wie weit waren Sie da schon? Ich hatte noch ein Jahr vor mir. Ja. Als Vater würde mir das Herz brechen, wenn dann sozusagen im letzten Moment abgebrochen wird. Aber es ging nicht anders? Ja, also ich wusste ja nicht, wie weit ich komme. Ne? Also ich habe gesagt, ja gut, ich meine, wurde freigestellt und dann war es dann doch eine etwas längere Zeit. Und ich kann ja das ja immer noch wiederholen. Und aber nicht jetzt, oder? Nee, also ich gucke jetzt einfach, wie sich das alles ergibt. Aber ich habe definitiv vor, mein Abitur nachzumachen. Glaubt die Schwester, dass sie es noch machen wird, das Abitur? Doch. Doch? Doch, die ist das ja ehrgeizig. Also wenn sich was in den Kopf setzt, dann schafft sie das auch. Sie haben es selber auch gemacht? Ja. Yeah. Und studieren jetzt? Ja. Yeah. Was studieren Sie? Sozialwissenschaften und Germanistik. Sie ist die Kleinste, glaube ich, bei Ihnen? Nee, wir haben noch eine ganz Kleine, die ist noch 6 Jahre alt. Ach, die ist erst 6 sogar. Also ist sie die Zweitkleinste? Die Dritte, genau. Ja. Und haben Sie also ihr das auch im Grunde vorher nie zugetraut, dass die Kleine mal so groß rauskommt? Ehrlich gesagt, nee, ich habe es ihr nicht zugetraut. Aus dem Grund, weil sie halt, wie gesagt, immer die Kleine war, aber ja, wir sind alle überrascht. Ich kenne ein paar Mädchen in ihrem Alter, die erzählen, also die auch dunkelhäutig sind, die sagen, dass sie mit der dunklen Hautfarbe zum Teil Schwierigkeiten hatten. Also entweder angemacht wurden oder bedroht wurden oder dass ihnen zum Beispiel klar war, dass es bestimmte No-Go-Areas gibt, wo sie zum Beispiel abends dann nicht hingehen würden. Haben Sie diese Art von Diskriminierung irgendwann auch schon mal erlebt? Also ich kann wirklich nur von Glück reden, dass es mir
nicht passiert ist, also bisher noch nicht. Und klar, habe ich auch natürlich von solchen Fällen gehört, aber wie schon gesagt, zum Glück ist mir das nicht passiert. Mhm. Wenn es diese Karriere jetzt nicht gegeben hätte als Germany's Topmodel, welchen Job hätten Sie später gerne mal gemacht? Wofür hätten Sie sich interessiert? Also ich interessiere mich auch sehr für Mode und Journalismus. Also ich glaube, ich wäre dann in die Richtung Modejournalismus gegangen. Mhm. Ja. Das heißt möglicherweise dann Cosmo-Redakteurin geworden. Wer weiß. Hier habe ich ja das neue Titelbild der Cosmo. Ich weiß gar nicht, wann sie rauskommt, aber jetzt irgendwann demnächst. So, was fällt uns da auf? Ich habe den Eindruck, da haben die am Computer dekolletémäßig die XXL-Luftpumpe mal rausgeholt. Kann das sein? Machen die einfach, oder? Ich sag lieber nichts dazu. Ja, es fiel ja auch mir auf. Was ich deswegen faszinierend finde, jetzt hat man sozusagen schon die schönste Frau Deutschlands gefunden und dann wird an der auch immer noch rumgebruckelt. Also ich sag ja immer, niemand ist perfekt. Ja? Also, das heißt, wer jetzt zu Hause sitzt und sich gerade mal wieder einen Pickel ausdruckt, soll nie verzweifeln. Richtig. Mhm. Wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Was machen Sie morgen, übermorgen, nächste Woche? Also ich fliege nächste Woche nach Mailand und ich schieße dann im Kalendershooting, habe ich da. Mhm. Und ansonsten muss ja auch noch die ganzen Kampagnen, die ich gewonnen habe, müssen ja noch ausgeführt werden. Ja, das heißt abarbeiten alles. Ja, mit Freude natürlich. Mhm. Und werde ich sehr viel Zeit damit verbringen und dann werde ich auch noch einige Editorials schießen für Hochglanzmagazine und das wird aufregend und ich freue mich. Ja. Großartig fand ich, dass Sie Ihre Wurzeln nicht vergessen haben, sondern gleich gesagt haben, Menschen für Menschen, also das Werk von Karl-Heinz Böhm interessiert Sie. Waren Sie schon mal in Äthiopien? Ja, also ich war leider erst zweimal dort, zuletzt 2002 und kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern und das finde ich halt schade und ich habe nur als Tourist meine Familie besucht und aber so wirklich tiefgründig, wie das Land wirklich, wie es so aussieht, habe ich nicht mitbekommen und das finde ich halt schade und dadurch, dass ich jetzt bekannt bin und man mich kennt, versuche ich das irgendwie auszunutzen. Ne? Haben Sie so tief im Innern eine Ahnung, dass Sie unter Umständen da hätten auch ein Straßenkind, also ein bettelarmes Mädchen hätten werden können? Ja, natürlich. Also meine Eltern, vor allem meine Mutter hat mich das immer wieder gesagt, damit ich auch schön am Boden bleibe, dass mir hätte auch ganz anders gehen können. Und deswegen glaube ich, weiß nicht, bin ich auch sehr bodenständig und weiß, und dass ich hätte auch in Äthiopien sein können und an der Straße nach ein bisschen Essen betteln können. Von daher bin ich sehr glücklich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, dass ich, ja... Ihr Lieblingsessen ist Knödel und Sushi. Knödel ist für ein Topmodel eine Todsünde? Eigentlich schon, aber wenn man Sport macht, dann nicht. Ah, was denn? Semmelknödel, Leberknödel, Kartoffelknödel, was mögen Sie am liebsten? Ich mag Semmelknödel mit Rahmsoße, Champignon-Rahmsoße. Oh. Das Beste. Da müssen wir aber ein paar Tage abtrainieren danach, gell? Ja, leider. Bei all die Knete. Das hat richtig Spaß gemacht mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie nicht in der Karriere zerrieben werden. Sie haben zugesagt, dass Sie noch am Chat teilnehmen, damit Sie allen anderen auch Hoffnung machen können, dass, wie man gesehen hat, sozusagen an jedem irgendwie noch ein bisschen am Computer rumgezwickt wird und dass keiner traurig sein soll, wenn er diesmal nicht Germany's Next Topmodel geworden ist. Sie sind es im Moment. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und weiterhin alles Gute. Sarah Nuro jetzt bei uns im Chat unter sterntv.de. Dankeschön.